So, ja, in der letzten Folge sind wir ja irgendwie ziemlich schnell gestorben und mich wundert es gerade, dass hier kein Speicherpunkt gesetzt wurde vom Spiel. Ich meine, es war ja schon jetzt ziemlich gemein und jetzt müssen wir den ganzen Kampf hier nochmal Scheiße, machen. das sind viele. Och nee, das finde ich jetzt aber. Ach, da kommen. Hä? Warte, da kommen noch mehr? Hey, die waren aber das letzte Mal nicht da. Ah, wir lassen die erstmal kämpfen. Ob ich jetzt da hingehen kann und das Ding bewegen kann. Gut. Jetzt sehen wir mal, ob wir diesen Alarm werden. So, weg auf die Seite. Verstecken. Das ist dieser Würfel da oben, der das macht. Aber man kann ihn leider nicht zerstören oder so, so wie es aussieht. Wäre cool, wenn man den irgendwie mit einem Pfeil zerstören könnte. Aber nein, natürlich nicht. Und ich fürchte, jetzt gerade habe ich das Ganze vielleicht auch ein bisschen. Naja. Gehen die auch auf, die Tore hier? Nee, scheinbar nicht. Als hätte ich das System ein bisschen, naja, gestört. Ich glaube, so war das jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich da jetzt schon hingehe. Und ich meine, Jesper hat was gesagt, obwohl er nicht wirklich da war und so. Naja. Ich hatte jetzt irgendwie, ich habe eigentlich keinen Bock, den Kampf nochmal zu machen, den wir schon in der letzten Folge hatten. Ich meine, der Kampf ist halt lang, viele Gegner, aber mit unserer Taktik passiert halt eigentlich nichts, außer dass wir konstant Pfeile reinschießen. Naja, naja, gut. Wir lassen erstmal Jesper kämpfen, der macht da glaube ich schon fleißig für Sparenzien und dann helfen wir ihm einfach mal. Ich bin mal so frei und helfe meinem Freund, meinem Waffenbruder, was auch immer. Eigentlich ist er ja nur ein Söldner. Aber ein Söldner wird dafür bezahlt, hier aufzuräumen. Von dem her, ich werde dafür nicht bezahlt. Also soll der mal die Arbeit machen, ja? Das sehe ich, sonst sehe ich das nicht an. Drei Kolosse oder was? Ach du Heilige. Das letzte Mal war es nur einer, glaube ich. Naja, egal. Hier oben sind wir einfach perfekt in Sicherheit. Jesper kämpft hier unten fleißig rum. Na gut, wenigstens haben wir jetzt eine Attrappe, dadurch sind die alle ein bisschen verwundbar. Und dann noch kritische Treffer machen, dann geht das eigentlich ganz gut. Huch, ich habe das Gefühl, die heilen sich wieder hoch, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass wir immer wieder neue Leute treffen. Und die haben dann noch volles Leben. Oh, Jesper bewegt sich, glaube ich, gerade ein bisschen in unsere Richtung, was natürlich schlecht ist, weil er dann auch, naja, die ganze Partygesellschaft hier mitbringt. Ach du Heilige, was ist das denn? Was ist das? Einfach nur tausende Kriegsmaschinen hier. Naja. Autonome Waffensysteme sind natürlich auch in unserer echten Welt aktuell ein Trend, ja. Und hier sehen wir, was das führen kann. Wild gewordene Maschinen, die alles Lebende angreifen. Ja. Wirklich viel zu viel hier. Alter. Ich bin gerade echt am überlegen, ob die sich einfach hochheilen. Das könnte schon auch sein, aber wir machen gerade auch extrem wenig Schaden. Ich schmeiß mal noch meine Attrappe rein. Ich glaube, die haben den Effekt schon längst wieder entfernt bekommen. So, gleich die nächste Attrappe, weil es so schön war. So, jetzt dürfte es ein bisschen schneller gehen mit dem. Weitere Attrappen werfen. Alter, die Attrappe war schnell tot. Nächste Attrappe. Dass jetzt mal das überlebt, ist halt wirklich. Ja, ein bisschen merkwürdig eigentlich. Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber so richtig viel Sinn macht es natürlich eigentlich nicht. So, da haut eine Wache ein Wächter ab, aber das ist mir jetzt auch egal. Das habe ich gerade wirklich sich heilen können hier. Ich komme gerade fast zuvor. Oh, jetzt habe ich leider die Attrappe zu früh geworfen, habe ich das Gefühl. Jetzt hat die eine ordentliche Abklingzeit, leider. Naja, gut. Sei es drum, wir müssen eh weiter kämpfen. Wir machen eigentlich eh nicht wirklich was, außer, ja, schießen. Schießen und schießen und schießen. Jetzt hoffe ich nur, dass es auch funktioniert. Nicht, dass nachher, weil wir das da hinten zu früh gemacht haben, nicht, dass es dann nachher nicht funktioniert. Müssen wir es nochmal machen, bis daher ätzen. Ah.
Ermüdend. Ich mache hier nochmal einen richtigen Speicherpunkt, einfach nur zur Sicherheit. Oh, fallen wir gerade runter? Ah, wir fallen runter. Nicht gut. Okay, ja, langsam kriegen wir so ein paar Wächter weg vor allem. Okay, wir können noch keine Attrappe werfen, aber gleich jetzt. Perfekt. Attrappe, greif an. Ja, hier ist viel los gerade. Man verliert schon so ein bisschen den Überblick. Na gut, ja, ich meine, der Kampf ist halt wirklich jetzt nicht so spannend, dadurch, dass sie eh alle auf Jesper gehen. Das ist bloß natürlich jetzt... Ah, jetzt kommt eine Spinne, die will leider was von uns. Aber gut, die haben wir ausgelöscht. Na gut, was will man machen? Das ist, ich meine, es ist, ich finde es einerseits eigentlich gut, dass wir so einen großen, starken Kampf jetzt haben. Aber es ist... Eigentlich mag ich übertriebene Kämpfe, aber irgendwie ist es halt doch ein bisschen eintönig dann. Wenn es einfach nur so viele Gegner sind. Ich bräuchte eigentlich Bossgegner, die so... eigene Schlagabfertigungen haben oder so. Eigene Taktiken. Das wäre halt dann interessant. Also statt diesen drei Kolossen ein Riesending. Also noch größer als die Kolosse. Was er wirklich eigene Angriffsmuster hat und so weiter. Und was so ein richtig haariger Gegner einfach ist. Aber halt nur einer, vielleicht noch ein paar Vasallen, aber nicht so viel wie jetzt hier. So ist es halt wirklich ein bisschen. Oh, wir haben nicht mehr genug Magie, Alter. Warum? Unsere Magie lädt sich halt extrem langsam auf. Steht es gar nicht. Hä? Sonst lädt es sich doch schneller auf. Und Jesper, ja. Jesper darauf kämpfen lassen ist auch keine gute Option. Ihr seht ja, wie lange der braucht. Und hier ist halt leider auch nichts. Mensch. Ah, jetzt haben wir zumindest wieder einen Bogen. Sehr gut. Dann können wir jetzt weiterkämpfen. So, wir haben es bald. Die meisten hier sind sehr schnell tot. Also, ja, haben jetzt wirklich nicht mehr so viel Leben. Okay, ja, ja, wir haben... Ja, wir haben es gleich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt hoffen wir nur wirklich, dass da vorne die Quest gleich funktioniert. Eine blöde Spinne noch. Ach komm, das schafft Jesper jetzt auch noch. Und jetzt müssen wir... Ich speichere doch mal. So, einfach nur zur Sicherheit. Alter, was für ein Schrotthaufen hier einfach nur. Ich fühle mich wie auf dem Schrottplatz. Und jetzt hoffen, dass das Ding nicht gleich irgendwie, ja, auf uns schießt. So. Könnte ich nochmal interagieren? Ich warte gerade auf Jesper. Jesper. Oh nein, ich ahne schon Schlimmes. Och nee. Also wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich es, glaube ich, rausschneiden, weil es ist halt wirklich nicht spannend. Aber trotzdem, Jesper, wo bist du? Jesper, Jesper. Hallo? Meine Güte, wo hält denn der sich die ganze Zeit auf? Was ist? Hat es geklappt? Nein. Verdammt. Entdeckung! Ich frage mich, ob das immer an dieselbe Position schießt, ob das halt wirklich zielen kann. Ich glaube, das zielt immer an dieselbe Position. In den Geheimgang fliehen. Okay, aber es scheint noch geklappt zu haben. Oh, aber wie kommen wir da hin? Hier runter? Ah, Kalia. Ich wusste doch, dass du es geschafft hast. Das war knapp. Ja. Ja, das war's. Okay, ich dachte, du wärst, ja. Wäre ich vermutlich auch, wenn ich als dieses Ding angegriffen hat an Bord des Schiffes gewesen wäre. Liam hat es nicht geschafft. Es ging einfach alles viel zu schnell. Das glaube ich gerne. Schätze, das macht uns dann zu den einzigen Überlebenden. Die einzigen? Dann sind Magistra Jaela und der Sternling auch tot. Stimmt, was ist eigentlich mit Jaela? Kurmai hat den Verstand verloren und diesen Alarm ausgelöst und Magistra Jaela hat sich für uns geopfert. Oh. Kirasch, wie viele Tote muss dieser Wahnsinn denn noch fordern?
Was ist mit dem Numinos? Habt ihr über ihn zumindest etwas herausfinden können? Ja, glücklicherweise zumindest das. Laut Jayela zumindest ja. Aber um ihn zu finden, müssen wir die geheiligte Stadt der Pyrea finden und eine Karte dahin. Eine Karte? Das nenne ich einen Zufall. Ich glaube nämlich, dass ich weiß, wo wir eine finden können. Plus einen Weg nach unten. Ja? Wo? Oben. Kommt, gehen wir. Ja, los geht's. Ich will ja einfach nur noch weg. Coole Tür. In die Sternenstadt geht's wieder zurück. Alter, es ist ja viel zu viel Action hier gerade. Aber gut, das ist ja gut. Das kann ich ja nicht stirbt, habe ich mir schon gedacht. Und dieser andere Typ. Du hast überhaupt hierher geschafft. Und was ist das hier? Eine Art Tunnelsystem? Sozusagen, ja. Ich hatte aus hoffentlich verständlichen Gründen noch nicht so viel Zeit, mich umzusehen. Aber auf mich wirken diese Schächte wie Abkürzungen. Man kann fast jeden Ort im Turm über sie erreichen. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, das stimmt. Was die erste Frage angeht, ich schätze, ich hatte einfach Glück. Es gab einen versteckten Eingang an der Außenseite des Turms. Ja, und da baggen sie alle wieder rum. So, weiter geht's. Dahinter, das ist doch der Rückweg, oder? Da kamen wir gerade her. Oder doch nicht? Da müssen wir doch hin, oder? Hä? Nein, warum? Na, es ist leider immer so ein bisschen buggy. So geil es ist. Und ich höre halt nicht. Auch dass die Rolle zum Beispiel kein Geräusch macht, ist halt irgendwie merkwürdig. Und wo bleiben die denn? Mann. Hier müssen wir doch hin. Da sind sie wieder. Perfekt. So, sag mal, es ist wirklich ruhig hier, oder? Es ist. Es fehlen so ein bisschen die Ambient-Geräusche oder sowas. Das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Das nimmt ein bisschen die Atmosphäre weg, muss ich sagen. Naja. Na, da würde ich mir echt ein bisschen mehr wünschen. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Nichts hier gefällt mir. Verflucht nochmal, das musste ja kommen. In den Turm, schnell! Das ist ernsthaft ein Stahlvogel? Geil. Das finde ich gut. Schneller, schneller. Jespa, 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 Jespa. Jawoll. Die Nexus-Kuppel. Ah, das klingt ja geil. Alter. Wow. Das hält nicht lange. Willst du uns nun deinen Rettungsplan verraten, Mädchen? Zuerst müssen wir diese Karte hier finden und dann... Naja, dann setzen wir uns in diese Kugeln und lassen uns mit ihnen fallen. Was? Wir lassen uns fallen? Kurmai hat mir von ihnen erzählt. Er hatte auf dem Luftschiff Ähnliches. Sie sollten den Aufprall unten abfangen. Zumindest hoffe ich das. Oder gibt es Gegenvorschläge? Nein, ich glaube nicht. Nein. Gut. Wir nehmen einfach mal noch alles mit, was wir hier haben. Wird sich ja sicher lohnen. Wir haben ja Zeit. So, ja, wo ist die Karte? Wir müssen eine pyräische Weltkarte finden. Oh. Nicht sehr gut. Ich glaube, der Drache klopft schon. Mit dieser komische Stahlvogel oder was auch immer es ist. Was, 20 Sekunden? Scheißendreck. Wir haben wieder einen blöden Timer. Ich hasse Timer so sehr. Leute, ich hasse Timer. Timer sind das Ätzendste, was es gibt. Timer sind 200 stand aber gerade, oder? 195, ja, das ist... Okay, wir haben genug Zeit eigentlich. Hier ist ein Schalter. Hallo? Schalter. Hier ist nichts, okay. Ich gehe wieder runter. Na gut. Ja, ich mag Timer nicht. Man ist immer so gehetzt und das ist irgendwie ätzend und bla. Hier ist irgendwie auch nichts. Verdammt, könnte hier eine Weltkarte sein. Helf mir doch mal einer. Ich muss eine Weltkarte finden. Warum helfen uns unsere Kumpanen nicht? Die können doch auch danach suchen. Ich habe das Gefühl, die stehen wieder unnötig rum. Ohne irgendwas Sinnvolles zu machen. So, hier ist... Ich meine, das ist alles hier irgendwie so... Ach, hier ist noch was. Ach, das sind die Fluchtkapseln. Ah, jetzt verstehe ich erst. Und wo ist dann die Karte? Verdammt, der mal... Ah, da oben vielleicht. Nee, das ist auch wieder nur so eine Kapsel. Alles Fluchtkapseln hier. Keine Karte.
Die Karte müsste eigentlich in der Mitte sein, aber wie kommen wir da hoch? Es würde Sinn machen, wenn die Karte in der Mitte ist. Oh, Schriftrollen. Da waren wir, glaube ich, gerade oben. Ja, da waren wir schon. Hier ist irgendwie nichts mehr. Rolle der Seelenfalle. Ach, das ist so eine Fluchtkapsel, ne? Überall. Und das sind die Fluchtkapseln. Hier ist sonst nichts. Aber da waren auch Knöpfe. Das wundert mich ein bisschen. Warum sind da Knöpfe? Muss man die drücken? Ich würde eigentlich vermuten, dass wir da hoch müssen, aber wir kommen da nicht hoch. Oder doch. Muss ich einfach ein bisschen Jump One-mäßig und dann sind wir hier, aber es geht nicht weiter. Man kommt hier einfach nicht hoch. Es gibt ja keinen Aufgang oder sonst irgendwas. 85 Sekunden. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Schon über die Hälfte der Zeit ist weg. Einfach weg. Vielleicht müssen wir auf die Knöpfe drücken. Es gibt Fluchtkapseln mit Knöpfen und es gibt welche ohne. Oh, man kann hier drüber laufen. Cool. Hier ist auch kein Schalter. Oh, hier kann man aber nicht drüber. Hä? Wie kommt man da hin? Vielleicht ist es auch so ein... Aber das macht doch auch keinen Sinn. Ich glaube, wenn man da drüber laufen kann, dann kann man auch... Nee, da kann man auch nicht drüber... Hä? Mann, ich fühle mich immer so unter Druck gesetzt. Mach das nicht, du Spiel. Unter Druck setzen ist schlecht. Da kommen wir, glaube ich, her. Da waren wir schon. Da geht es nirgendwo lang, weil hier ist irgendwie nichts. Mann, ich würde sowas von vermuten, dass wir da hoch müssen. Da ist so ein... Ja, aus wie so ein Weg. Vielleicht müssen wir auch gar nicht da hoch, aber... Aber was sonst? Ich meine, hier sieht... Ansonsten ist es eigentlich komplett rund aufgebaut. Wir haben ja solche Hebel. Na gut, ich wollte eigentlich nur rausfinden, was passiert, wenn man den Timer quasi durchlaufen lässt und es nicht schafft. Und wie das dann genau aussieht. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Was dann passiert. Okay. Das passiert. Aber wie kommt man diese blöde Karte ran? Okay. Das hält nicht lange. Nee, das hält leider wirklich nicht lange. Willst du uns nun deinen Rettungsplan verraten, Mädchen? Zuerst müssen wir diese Karte hier finden und dann... Naja, dann setzen wir uns in diese Kugeln und lassen uns mit ihnen fallen. Ich schaue jetzt gerade mal, was wir für Schriftrollen haben. Vielleicht erklärt das irgendwas. Leeres Pergament ist aber auch nichts. Hat mir von ihnen erzählt. Er hatte auf dem Luftschiff... Oh nee, jetzt habe ich... Ah, ich will auch keine Zahnräder mitnehmen. Meine Güte. Oh Gott. Jetzt hat er Zahnräder mitgenommen. Wie heißen denn die? Bauteil. Mann, das heißt nicht hier Bauteil. Da gibt es Gegenvorschläge? Nein, es gibt keine Gegenvorschläge. Wo kommen wir an die Karte ran? Gut, dann los jetzt. Finden wir diese Karte. Okay, speichern. So, damit wir nämlich den Dialog und so weiter nicht wieder hören müssen. Die Pyräische Weltkarte finden. Ich bin jetzt gerade, also... Wir haben diese Knöpfe, die haben wir schon gesehen. Ich versuche jetzt einfach mal wirklich hier 215 Sekunden, also 220 haben wir wohl insgesamt, einfach die Knöpfe zu drücken und zu hoffen, dass irgendwas passiert. Und vielleicht muss man die in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Die machen immer verschiedene Geräusche, das zack zack. Und vielleicht machen die auch andere Geräusche manchmal. Aber hier ist auch nichts, da ist auch der zweite Hebel. Ja, ich weiß, wir brauchen hier eine spezielle Kombination. Oder vielleicht liegt die Karte auch nur irgendwo rum. Das kann ja alles sein. Das ist das Problem an der Sache. Das war der. Da ist noch ein Knopf. Da ist noch ein Knopf. Gehen wir da mal ganz kurz hin. Okay, also wir haben drei Knöpfe. Aber es kann auch sein, dass das halt die drei Fluchtkapseln für uns sind. Eigentlich genau dasselbe Geräusch. Also von Geräuschen her sehe ich, merke ich jetzt hier keinen Unterschied. Dann hier teste ich mal, ob es vielleicht einfach wirklich irgendwo ist. Rumliegt oder so. Aber nee, das kann ja auch nicht sein.
Mann, ich fühle mich jetzt gleich zu blöd dafür. Und das Nervige daran ist halt wirklich, dass die Zeit drängt. Sonst wäre das ja wirklich nichts Problem. Vielleicht ist das ja auch eines von den Rollen hier. Kann ja sein, dass hier irgendwo die Karte einfach ist. Oh, vielleicht ist ja hier die Karte. Oh, keine Karte. Schade. Jesper, sag du mir, wo das Ding ist. Die Karte. Wo soll man denn hier eine Karte finden? Außer da oben. Also, ich würde tatsächlich aktuell, wenn wir das jetzt hier nicht bald hinbekommen, noch einmal, oder was heißt noch einmal? Ich würde mal TCL bemühen, um rauszufinden, ob da irgendwie überhaupt was ist, da oben. Weil vielleicht werde ich auch nur fehlgeleitet und es ist irgendwo anders, aber ja, komm, ich mach das jetzt mal. Ich meine, ich könnte es ja einfach nachschauen, aber ich will es eigentlich nicht nachschauen. Ich, wie gesagt, was ich hasse, ist es, wenn halt die Zeit wirklich rennt und drängt und so weiter. Das nervt mich einfach immer. Okay, wir sind jetzt hier oben. Das sieht cool aus. Und deswegen, weil es so cool aussieht, ging ich halt davon aus, dass hier irgendwas wäre. Aber hier ist halt tatsächlich nichts. Also wir müssen nicht hier hoch. So wie es aussieht. Seht ihr hier irgendwie was, was man einsammeln könnte? Das kann ja eigentlich auch nicht so schwer sein. Ich weiß ja auch nicht, wie das aussieht. Ich meine, eine Karte, das kann groß sein, das kann aber auch sehr klein sein. Das kann irgendein kleines Röllchen sein, was irgendwo hängt. Wie sieht das in der Fluchtkapsel aus? Ah, interessant. Ach Mann, mach Mann, noch Mann. Wahrscheinlich macht es mir wieder viel zu kompliziert. Die Lösung ist wahrscheinlich eigentlich sehr simpel. Ach, Moment. Nee, hier ist ein... Wir gucken, hier ist irgendwas, aber das kann man nicht mitnehmen, also ist es das nicht. Ach Mensch. Ich nehme hier so schön viel mit, aber das bringt ja gar nichts, weil wir gleich das Ganze nochmal machen müssen. Ja, 30 Sekunden, jetzt ist es wieder soweit. Hinsetzen und Steinbank. Ja, wir können uns einfach hinsetzen. Ach, Mensch. Ja, sowas nervt mich immer so ein bisschen. Das kann doch nicht so schwer sein. Und ich meine, dass ich hier mit TCL rumlaufe, ist natürlich auch eigentlich nicht so gedacht. Verdammter Mist. Die Tür macht das nicht mehr lange mit. Wow. Okay, also dieses Ding scheint dann eine Schockwelle auszusenden. Dadurch sterben wir eigentlich. Wow, was ist das da hinten für eine Plattform? Da ist eine Plattform. Oh, TCL ist immer noch an. Ja, es ist auch egal. Hier, diese Plattform hier. Da ist kein... Interessant, das scheint hier so ein Lift zu sein. Aber warum? Also dadurch geht dann die Kapsel oder was? Ich verstehe es nicht. Okay, Moment. Wir machen TCL erstmal wieder aus. Also ein letzter Versuch. Ich weiß es nicht. Also hier ist ja interessant. Hier ist ein Loch. Aber da gibt es halt nichts, wo man interagieren könnte oder so. Das wird es nicht sein. Hier sind die Fluchtkapsel, 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 Fluchtkapsel. Da ist die Tür, da kommen wir her. Aber man weiß halt, wie gesagt, einfach nicht mehr nach, was man überhaupt suchen soll. Was Großem, was Kleinem, ist es irgendwo eine Schriftrolle, ist es irgendwo eine Karte, die ausgebreitet liegt. Ja, das macht halt die Sache dann immer richtig nervig. Und aktuell gehe ich halt davon aus, dass es eigentlich was Größeres ist. Eigentlich müsste doch hier ein paar Hinweise bekommen vom Spiel, so vom Level-Design her oder sonst irgendwas, wo es sein könnte. Ich meine, ich gehe ja auch immer nur dieselben Schrecken ab. Habe ich hier irgendwas? Irgendwas muss ich doch übersehen haben. Es gibt hier diesen Gang. Da geht es nicht durch. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da kommt man natürlich nicht raus. Oh, sieht man dadurch die Bestie? Nee, natürlich nicht. Da ist nichts. Da ist eigentlich gar nichts hinter der Tür. Aber gut, wir werden auch von dem Ding getötet. Und nicht von der Bestie. Ja, gut. Wir haben hier diese Fluchtkapseln. Wir haben hier Hebel. Vielleicht muss es was mit dem Hebel. Wir haben
schon mal alle Hebel gedrückt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine spezielle Kombination eigentlich ist. Oder wenn doch, dann müssten die ja eigentlich so verschiedene Geräusche machen oder irgendeinen Hinweis, was für eine Kombination es sein könnte. Stattdessen einfach nichts. Also gut, das hier ist jetzt der letzte Durchgang, in dem ich noch versuche, das selber rauszufinden. Und ansonsten, ja, werde ich vielleicht doch die Lösung nachschauen. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach, okay, nee, hier ist es über. Warum fehlt an einer Stelle die Fluchtkapsel? Weißt du, das sind solche Dinge, die stören mich dann. Da denke ich dann, das könnte ein Hinweis sein. Oh, da fehlen, und hier fehlen die Hebel. Oh, das könnte ein Hinweis sein. Dort fehlt die Fluchtkapsel. Bestimmt hat es was ganz Wichtiges zu bedeuten. Und im Endeffekt heißt es einfach nur, ja, keine Ahnung, hat nichts zu bedeuten. Und wir können ja auf Rohren spazieren, wir können ja alles machen, aber hier ist nirgendwo eine beschissene Karte. Eine beschissene, hier ist, genau, hier fehlt die Fluchtkapsel. Aber hier ist halt nichts. Soll nicht irgendwo Jump'n'Run-mäßig was man machen könnte oder sonst irgendwie. Wie gesagt, ich fürchte, ich denke schon wieder viel zu kompliziert. Die Lösung ist wahrscheinlich, ja, ich gehe mal davon aus, die Lösung ist eigentlich sehr simpel. Wahrscheinlich, ja. Ich bin zu schlau für diese Lösung. Nee, keine Ahnung. Solange ich nicht weiß, was es ist, kann ich ja hier auch schlecht irgendwas behaupten. Was nicht stimmt, offensichtlich. Und scheinbar bin ich jetzt so gut. Hier, guck mal, das könnte doch die Karte sein. Aber wir können sie ja nicht mitnehmen. Ernsthaft? Ja, das ist sie. Jetzt in eine der Kapseln, schnell. Alter, in letzter Sekunde. Aber jetzt weiß ich zumindest, wo es ist. Mann, ist es ätzend. Aber wie kommt man in die blöde Kapsel? Ach, öffnen? Okay, aber der Countdown ist weg, glaube ich. Okay. Setzen. Sitzvorrichtung. Hallo? Ja, dann setz dich mal. Ja, okay, wir haben es endlich geschafft. Gut, kurz bevor ich aufgeben wollte. Und es war halt wirklich, ja, es war halt nur eine kleine Karte. Können wir gleich noch das Fliegevieh sehen? Es geht auf jeden Fall bergab. Alter, okay. Krass. Ich dachte schon, es wäre abgestürzt. Das wäre es jetzt noch gewesen. Naja. Ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Meinung. Ich hasse Countdowns. Oh Gott. Wenn ich mich da in Ruhe umsehen könnte, man, dann könnten wir alles mitnehmen und so weiter. Hätten dann immer die Karte gefunden. Alles schön und gut. Man kann sich das Level-Design anschauen. Aber so? Nee. Fehlanzeige. Einfach nur nervig. Huch.